Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Zurück hier an der Front. Es ist der 21. November 1914. Ich möchte es mir zur Gewohnheit machen, am Beginn der Runde immer einmal die nationalen Moralwerte zu zeigen. Die sind ein ganz guter Indikator, so für die Verluste, den Kriegsstand allgemein, für die Stimmung in den jeweiligen Ländern. Beim Vereinigten Königreich sind wir bei 98%, in Frankreich bei 86%, in Italien bei 100, da diese natürlich noch nicht mit im Krieg, Serbien bei 81, Russland bei 99, im Deutschen Reich bei 92 und Österreich-Ungarn 83%. Ja, es hat auch eine Relevanz für die Moral der Einheiten. Unter 95% gibt es einen Moralabschlag, also einen kleinen Moralmalus, und unter 75% auch. Insofern, das ist nicht ganz unwichtig, haben alle Kriegsbeteiligten außer UK und außer Russland. Die beiden sind nicht unter 95%. Nun gut, wir arbeiten dran. Wir hatten das letzte Mal versucht, Königsberg irgendwie systematisch anzugreifen, wurden aber bei diesem Versuch ja deutlich zurückgeschlagen und haben jetzt aber die Möglichkeit für einen erneuten Gegenangriff mit zum Beispiel diesen beiden Korps, mit dem ersten Korps, mit dem ersten Reservekorps. Aber was ich gesehen habe mit Schrecken, dass wir Hindenburg hier nicht vernünftig zugeordnet haben, beziehungsweise die Einheiten werden ja jede Runde automatisch zugeordnet und hier passt das nicht für den Angriff. Das heißt, hier müssen wir feinjustieren, die Einheit wird freigestellt, die Einheit wird auch freigestellt, dafür werden wir die unterstellen und die auch. Ich muss mir angewöhnen, dass wirklich an wichtigen Frontabschnitten, und welcher Frontabschnitt ist eigentlich nicht wichtig, doch immer nochmal nachzujustieren. Okay. Jetzt sehen wir, statt 3-2 ist hier eine Chance von 5-1. Das ist so ein wesentlicher Unterschied. Ich hoffe, wir bringen die 5-1 durch. Schauen wir mal. Jawohl, das ist gut. 5-1 tatsächlich. Und damit dann rechne ich tatsächlich mit einer Vernichtung dieses Korps. Jawohl. Hervorragend. Keine Verluste dort. So, und jetzt haben wir wieder das Problem, dass wenn wir reinziehen, wir hier das Feld nicht sehen. Und ich weiß nicht, wir können mal versuchen, mit dem Zerstörer dorthin zu ziehen. Aber wir sehen dann auch nichts. Aber wir können versuchen, hier einfach mal anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, wir sehen jetzt immerhin die Einheit. Ja, das ist hervorragend. Das scheint ein guter Weg zu sein. Haben zwar jetzt keinen Schaden gemacht, aber das heißt, wir werden hier selber nicht angegriffen, wenn wir hier hinziehen. Das ist insofern jetzt interessant. So, die Frage ist jetzt, das Blöde ist wiederum, dass die Einheit, die kann hier nicht angreifen. Wenn wir hier reinziehen, die kann gar nicht reinziehen. Es kann nur die Einheit reinziehen, aber die kann nicht angreifen. Wir können natürlich auch die Einheit reinsetzen, aber auch die kann dann nicht angreifen. Ich denke mal, wir werden aber die voll intakte Einheit hier nutzen. Es ist ärgerlich. Es ist sehr ärgerlich eigentlich. Aber es ist, wie es ist. Oder gibt es noch einen besseren Weg? Dieses Korps ist weiterhin stark in Bedrängnis. Das ist keine Korps, ist eine Abteilung. Nee, egal, wir müssen da rein. Hilft nichts. So, Angriff ist... Oh, Angriff ist doch noch möglich. Was erzähle ich da? Ist doch totaler Quatsch. Wir können... Aktionspunkte haben nichts mit den Angriffen zu tun. Das muss ich mir auch mal merken. Also wir können hier diesen Angriff aufs Hauptquartier führen. Das gefällt mir sehr gut. Das hat jetzt den Feind massiv geschwächt. Massiv geschwächt. Und er muss jetzt eigentlich dieses Don-Kosaken-Kavalleriekorps aus Königsberg abziehen. Und tja, vielleicht gibt uns das in der nächsten Runde eine Möglichkeit, was zu tun. Ich bin gespannt. Ein bisschen Hoffnung schöpfe ich hier. So, jetzt die Frage, wie verteidigen wir Allenstein? Wir kommen, glaube ich, mit dem Korps da rein. Wir könnten die Abteilung zurückziehen. Ja, das ist, glaube ich, die sicherere Nummer, wenn wir mit dem Chor dort verteidigen. Machen wir das mal. Zieh dort bitte rein. Du bist Teil, genau. Das heißt, wir könnten hier auch noch Entlastungsangriffe machen. 2-3, 2-2. Ich weiß nicht so recht. Ich denke, das Chor wird erstmal verstärkt. Ganz wichtig. Hier können wir nichts verstärken. Hier können wir uns auch nicht verbuddeln. 2-3er Angriff. Ich meinte, die Kavallerie ist hier ein bisschen gefährdet. Wir gucken mal erstmal, was hier weiter passiert. Hier sind wir mit 8 und können 2-4 angreifen. Ach, das ist auch sehr verlockend, das zu tun. Wir machen das sogar mal.
diese kaukasischen Gebirgsjäger, die sind unangenehm, wobei hier eigentlich kein Gebirge ist, aber gut. Vielleicht deshalb können wir hier diesen Schaden machen. Hindenburg ist Anführer. Ja, wir haben die 4 durchgebracht und der Gegner allerdings auch die 2. Tja, und jetzt könnten wir natürlich mit der Kavallerie nachsetzen. Sehr verlockend das Ganze. Würden da natürlich wieder erneut Schaden bekommen, unvermeidbar. Nee, wisst ihr was? Wir verstärken die Kavallerie hier. Wir lassen das mal so. Schwierige Situation hier allgemein. Die Abteilung in Bromberg steht. Ich denke, das ist auch ganz gut. Die Frage ist, wir können natürlich hier jetzt Ärger machen. Mit diesem Landwehrchor. Dieser Gedanke gefällt mir eigentlich ganz gut. Zum Beispiel hier, ja. Hervorragend. Und das ist doch jetzt hochgradig attraktiv, diese Einheit zu kesseln. Okay, hier konnten nur russisches Korps zerschlagen. So, und jetzt, haha, jetzt ziehen wir hier hin. Mit einer Abteilung allerdings. Aber das wären Kessel, ne? Die stehen da einfach in der Gegend rum. Eigentlich sind die jetzt schon gekesselt. Im Moment haben sie einen Bereich von 52%, können sich halt zurückziehen. Hier haben wir allerdings ein Korps. Und ein Korps kann diese Abteilung ziemlich hart angreifen von Kutno aus. Gibt es noch eine andere Art, das Problem irgendwie anzugehen? Es wäre mir lieber, wenn wir hier einen Korps positionieren könnten, können wir aber nicht. Aber wir müssen, es wäre der Kessel, jetzt hier einen Sack zuzumachen, das ist einfach zu verlockend. Wir versuchen es mal. Wir gehen hier hin. Jetzt sind die Kessel, die dürften dann eigentlich das nächste Mal kaum noch was machen können. Und wir sichern. Wir sichern hier Thorn mit dem Chor. Ja, das scheint mir der bessere Weg zu sein. Okay. Okay, das wird ganz spannend. Das ist aber eine ganz hübsche Gelegenheit, die sich hier tatsächlich geboten hat. Gut, prima. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mit dieser Front durch. Hier können wir nichts weiter machen. Hier hatte ich mich neu entschieden, ob wir einen Entlastungsangriff machen wollen, aber ich lasse es jetzt mal lieber. Das kann uns helfen, eher für Angriffe hier, die relevant sein können. Machen wir das mal nicht. So, ansonsten hier verstärken geht im Moment nicht. Alles klar, das hatten wir gelöst. Das wird auch nochmal knifflig, ob der hier so durchhält, aber ich hoffe es sehr. Gut, erfreulich. Alles erfreulich. Jetzt gucken wir hier hin. Hier ist meines Erachtens also die russische Angriffskraft jetzt erstmal am Stagnieren. Außer dass wir natürlich hier an einem nicht ganz unwichtigen Punkt einen Korps verloren haben. Wir müssen hier jetzt erstmal maximal leider diese ersetzen. So. Hier scheint sich der Gegner komplett zurückzuziehen. Ich frage mich, ob es sich lohnt, mit den Polen hier weiter vorzurücken. Aber unsere eigene Versorgung ist dort so schlecht. Ich glaube, wir lassen sie hier einfach so in der Verteidigung. Können wir hier irgendwas Sinnvolles erreichen? 2-1, 2-1, das macht alles keinen Sinn. Wir halten hier einfach mal die Stellung. Przemyśl werde ich auf keinen Fall schwächen. 2-2 lassen wir. 2-2 lassen wir auch. Wir bringen mal sicherheitshalber die Kavallerie hier hinten hin, damit da nichts passiert. Auch wenn sie natürlich angreifbar ist in dieser Position. Eigentlich müsste ich sie auch ein bisschen verstärken. Kann ich aber jetzt nicht. Eingraben kann ich es immerhin. So. Vielleicht hilft dir das ein bisschen. Okay. Gut. Dann ist hier nicht mehr viel zu tun, außer dass wir hier noch eine Verstärkung reinhauen. Und dann bleibt das einfach jetzt eine sehr defensive Stellung, die wir zumindest,
wie es aussieht, wirklich auch absichern können. Also hier habe ich jetzt erstmal ein ganz gutes Gefühl. Und dieser Chorverlust hier oben, der ärgert mich insofern, weil der eigentlich unnötig war, muss man einfach mal so sagen. Ich gucke mal ganz kurz im Bereich Kaufen. Wir müssten vielleicht, nee, hier sind zwei Cores für 135. Ja, da haben wir jetzt nicht die Produktionspunkte dafür. Ich glaube, in dieser Runde werde ich den Österreichern oder für die nächste Mal Produktionspunkte von den Deutschen her schicken. Das kann erstmal so bleiben. Wir gehen hier zurück nach Serbien. Hier hat sich eine neue Abteilung gebildet. Das ist sehr unschön. 2-0. Die Sache hat sich... Wir können immer noch nicht... Na, das ist so blöde. Und die sind außerhalb des Befehlsbereichs? Nee, die könnten Teil des Befehlsbereichs sein. Okay. Da muss ich mal überlegen, wen wir da rausnehmen. Flugzeug kann eh nicht eingesetzt werden. Wir müssen jetzt den Angriff machen auf Nisch. Es hilft nichts. Wir werden in nicht viel bessere Positionen kommen. Ich hoffe einfach, dass wir die Bereitschaft und Verschanzung so weit runterkriegen, ja, dass wir irgendwie ein bisschen was bringen dort. Ich weiß es sonst auch nicht. Ich denke, wir machen Folgendes. Wir werden ihn hier freistellen, ihn mit reinnehmen. Und dann hoffe ich, dass ich hier... Nee, ändert sich überhaupt nichts dran. Ich greife nochmal hier das Hauptquartier an. Hier eine ganz geringe Bereitschaft. Lohnt sich hier fast schon Attacke? 1-1, das ist alles nix. Die stehen hier nur, um die Sache irgendwie zu kontrollieren. Wir könnten natürlich die noch hier ranführen. Das ist ziemlich riskant, weil Belgrad natürlich dann offen steht. Aber was soll man machen? Leute, wir müssen jetzt angreifen. Los, es geht gegen Nisch. 2-0 Verluste, das ist klar, wurde angezeigt. Verschanzung ist einmal reduziert, Bereitschaft auch reduziert. 2-1 jetzt. Ja! Okay, 3-2, immerhin. Und der nächste Angriff. 2-2, das sieht doch schon besser aus. Keine Verschanzung mehr, Bereitschaft bei 42%. Eigentlich muss ich das Chor jetzt holen. Zwei hohe Verluste, aber mit ein bisschen Glück können wir das nächste Mal das schaffen. Mit ein bisschen Glück. Und das Problem ist jetzt nur, wie klären wir jetzt diese Situation hier? Ich kann das Flugzeug nach Belgien ziehen. Ich kann hier auch diese Einheiten... Nach Belgien. Habe ich Belgien gesagt? Nach Belgrad. Den müsste ich eigentlich verstärken. Wir machen das mal so. Ich glaube nicht, dass er hier durchzieht, um das Flugzeug anzugreifen. Insofern hoffe ich, dass das jetzt hier ausreicht. Wir verschanzen uns. Und hier ist soweit alles getan, was getan werden muss. Ja, die Angriffe haben wir gefahren. Und diese... Ich meine, wir können hier einen Entlastungsangriff machen. Das wäre schon möglich. Ja, das machen wir mal. Oh, das hat doch noch nicht mal geklappt, Leute. Ja. Dadurch ist er dann nochmal weiter geschwächt und wird hoffentlich dann hier nicht agieren können. Auch gegen den nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig jetzt gewesen. Okay, also ich bin voller Hoffnung, dass wir Nisch nehmen können. Und das wäre echt ein großer, großer Schritt. So, hier unten bleibt alles beim Alten. Das ist soweit in Ordnung. Dann gehen wir an die Westfront. Ebenfalls spannend und entscheidend, was wir jetzt hier tun. Okay, gucken wir mal. Wo sind jetzt die Knackpunkte? Knackpunkt ist erstmal, dass wir Amiens halten. So, das heißt, wir könnten hier... Also ich glaube, insgesamt geht es jetzt eher darum, die gewonnenen Positionen jetzt erstmal zu sichern und zu festigen. Wir könnten hier einen Tausch machen.
Dann steht der 9er in Amiens. Hier können wir mit 10er vorrücken, das ist auch sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob... Ne, wir müssen hier den Tausch machen, das geht nicht anders. Machen wir das mal erstmal. So, dann steht die 9er hier in Amiens. Das gefällt mir. 2-1, 2-3, 3-2. Aber hier muss vor allem verteidigt werden. Insofern, glaube ich, werde ich hier nicht angreifen. Wir werden dieses Reservekorps hier vorziehen. Wir greifen erstmal nicht an. Wir kommen hier nicht rein. Aber auf jeden Fall können wir unsere Frontstellung hier ziemlich gut ausbauen. Dieses Korps muss verstärkt werden. Okay. Gut. Und Amiens kann verstärkt werden. Wir könnten auch Schützengräben bauen. Wir könnten angreifen. Aber da tendiere ich definitiv... ich tendiere fast sogar zum Eingraben als zum Verstärken. So, gut. Die Einheit, die muss verstärkt werden. Das ist entscheidend. Maximieren wir das jetzt mal und zahlen die 101. Aber die brauchen wir. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, wie rücken wir hier weiter vor? Es ist sehr verlockend, dieses Hauptquartier anzugreifen. Aber mit welcher Einheit? Wir könnten hier tatsächlich weiter vorrücken und dann mit der nachziehen. Das würde gehen. Ha! Das ist ein hoher Schaden. Aber natürlich kann der Gegner hier super gut uns attackieren. Hier. Insofern ist das ein sehr riskanter Zug jetzt gewesen von mir. Dieses volle Korps werden wir hier hinziehen. Dieses werden wir dorthin ziehen. Ja. Okay. Das werden wir auf jeden Fall auch verstärken. Sehr wichtig. Dann haben wir das nächste Mal da wieder Schlagkraft gewonnen. So. Hier ganz vorne müssen wir auch verstärken, ganz klar. Oder wir greifen hier das Hauptquartier wieder an. Eigentlich können wir hier... Na gut, wir können von der Seite attackiert werden und von der. Aber das Hauptquartier zu schwächen ist auch sehr, sehr verlockend. Zumal das ein extrem guter Befehlshaber ist. Ich glaube, wir machen das. Leider nicht ganz so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht habe. Nun gut. Okay. So, das heißt, diese Front steht erstmal. Wir prüfen mal, ob hier irgendwie was noch machbar ist. In Richtung Gräben bauen, verstärken. Das ist erstmal nicht der Fall. Hier ist alles bewegt und getan. Okay. Dann gehen wir hier oben hin und gucken. Hier gibt es sehr vielversprechende Möglichkeiten, gegnerische Korps zu vernichten. Ah, leider mit relativ hohen Verlusten verbunden. Wir könnten hier einen Tausch machen. Hier können wir noch, nämlich noch einen Angriff hinkriegen. Ja. Das gibt uns auch den Moralbonus, denn hier ist, glaube ich, der die Versorgung dann auch nicht mehr richtig gegeben. Gut. Das heißt, ich glaube, diese belgischen Abteilungen und auch die Marines, die stehen hier auf ziemlich verlorenen Posten. Das scheint mir nur eine Frage der Zeit zu sein, ehe wir das gewinnen werden. Kann man fast schon sich überlegen, ob man jetzt erste Angriffe startet hier auf Antwerpen. Oder ob es noch zu früh ist für diesen Punkt. Müssen wir mal sehen. Also unsere Flugzeuge können wir noch nicht einsetzen. Aber ich bin hier am Überlegen, ob wir etwas machen, ob wir Verdun nicht, ob wir die Gelegenheit nicht haben, hier Verdun tatsächlich komplett zu umschließen. Wir haben unsere Artillerie noch stehen und ich werde dreimal oder viermal feuern. So. Das sollte mal gucken, die Bereitschaft. Ich weiß gar nicht, wie weit kriegen wir die Bereitschaft runter? 69%. Mal gucken. Ich habe hier nämlich eine Gelegenheit gesehen. Das
bringt alles nichts an Stärke, aber Bereitschaft auf 66%, Moral auf 56. Und wenn wir jetzt hier angreifen, haben wir 2, 3. Ja. Schaut euch das an, Leute. Dann können wir hier nochmal tauschen. Und haben das frei. Und jetzt ist die Frage, wer kann dort reinziehen? Und es ist blöderweise nur diese 6er-Einheit. Und das ist natürlich richtig doof. Ach, Leute. Und die wird natürlich jetzt vermutlich richtig attackiert. Das ist ja ärgerlich. Ah, das ist so verlockend, jetzt dort reinzuziehen. Aber die wird vermutlich fertig gemacht werden. Durch die Kontrollzone gibt es aber auch keine andere Möglichkeit, irgendeine andere Einheit da hinzubringen. Ich weiß gar nicht, wenn ich die tausche, ich glaube, ich kann die dann nicht weiterziehen nach dem Tauschen. Das geht nicht. Und die Frage ist auch überhaupt, wenn ich die weiterziehe, wie halte ich dann diese Stellung, ne? Aber kommt, wir werden es probieren. Wir müssen es probieren. Wir müssen es probieren. Verdun ist umstellt. Jetzt ist ja die große Frage, wie organisieren wir diese Umstellung? Wir machen vielleicht, machen wir Ersatzangriffe, Entsatzangriffe, Hilfsangriffe. Wie machen wir das? Wir müssen... Oh, das sieht alles unschön aus. Wie weit kommen wir denn hier? Hier haben wir noch eine Einheit, die helfen könnte mit 4 Aktionspunkten. Wenn wir die jetzt runterziehen, die hier hinziehen, dann kann die dahin. Okay, damit ist Verdun umstellt. Okay, alles klar. Das wäre natürlich eine Sensation. Aber die Frage ist, ob das 5. Korps überleben wird. Ich weiß es nicht. Hier müssen wir diese Lücke besetzen, das ist ganz klar. Okay, wie können wir helfen, dass es überlebt, indem wir hier Entsatzangriffe machen? Ich werde... Ne, die Artillerie muss definitiv stehen bleiben für den entscheidenden Angriff dann auf Verdun, das ist klar. Und auch die müssen hier dann helfen. So, welche Einheiten können hier Ärger machen? Die könnten hier Ärger machen, indem die dorthin ausgetauscht werden. Insofern greifen wir hier einfach mal an. Jawohl. 3-2, das ist doch gut. So. Achso, es geht ja um die. Egal. 3-1. Das weiß ich nicht, ob sich das lohnt, den Angriff hier zu machen. Hier können wir nicht angreifen. Von Rahm aus 3-3. Machen wir es. Riskieren wir es. Auch. Dann hier nur noch 4 in der Verteidigung von Rahm. Auch schwierig. Auch schwierig, die Situation. Dann müssen wir wiederum hier helfen, sonst gibt es jetzt hier Ärger. Oder wir... Nee. Ja. Okay, da habe ich jetzt einiges riskiert und investiert, um hier das hinzukriegen. Die Frage ist, ob das von Erfolg gekrönt sein kann. Das wird sich zeigen. Erstmal beim Gegenangriff. Hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Wir haben 222 Punkte. Das wird sich ebenfalls zeigen. Hier habe ich mich noch nicht entschieden, ob ich jetzt hier schon starten will mit den Angriffen. Ich tendiere im Moment dazu, das eher nicht zu tun. Ziehen hier das mal weiter. Die brauchen wir für Verdun. Das können wir mal nach Brüssel bringen. Okay, so weit, so gut. Das heißt, auch die Westfront haben wir erledigt. Ich schaue nochmal, ob hier überall, wo es sein muss, auch Schützengräben sind. Hier können wir unbedingt, müssen wir unbedingt noch welche bauen. Neu erobertes Gebiet. Hilft vielleicht auch noch ein bisschen. Ah, können wir nicht. Nee, der Rest ist versorgt. Gut, dann haben wir das getan. Dann machen wir Folgendes. Dann
Werden wir versuchen, hier noch ein bisschen weiter zu erkunden, ob wir hier gegnerische Schiffe... Ja, Feindkontakt. Gott sei Dank, die U-Boote nicht betroffen, leichte Kreuzer. Ja, hier ist also die Blockade. Da werden wir aber, glaube ich, mit unseren U-Booten nicht viel erreichen können. 0-0. Nächster Feindkontakt. Okay, die nutzen also ihre leichten Kreuzer. Jetzt ist die Frage, werden wir jetzt hier in den Angriff gehen? Ich glaube, wir wagen es mal. Wir werden unsere Flotte, unsere Schlachtschiffe jetzt mal rausholen und die Briten herausfordern, um diese Blockade zu beenden. Ich bin gespannt. Das U-Boot, das wollte ich eigentlich noch verstärken. Und auch Linienschiffe. Es kommt jetzt alles zum Einsatz, was wir haben. Eine große Offensive. Ja, Zerstörer sind so eine Sache. Die halten wir mal so ein bisschen in der Hinterhand. Die können dann noch im Notfall ein bisschen eingreifen. Schlachtkreuzer allerdings sind gern gesehen. Der ist neu dabei, der kann auch nicht mit rein. Wir gucken auch mal hier mit U-Booten. Da irgendwie was droht. Das war jetzt Quatsch. Der letzte Zug, habe ich mich verklickt, ist aber nicht so dramatisch. So, und ein bisschen was lassen wir hier auch noch zur Verteidigung, nicht, dass hier das genutzt wird. Oh, was haben wir denn hier? Nein, das ist ja ärgerlich. Wir sind hier tatsächlich an einem feindlichen Zerstörer hier massiv vorbei. Das ist ja wirklich ein Ding. Das ist natürlich doof. Wie reagieren wir denn darauf jetzt? Das ist bitter. Gut, wir haben noch einen Panzerkreuzer hier. Seeminen. Oh mein Gott, das hat jetzt richtig wehgetan. Toll, großartig. Die haben echt auf der Linie hier Seeminen gestellt. Ich fasse es nicht. Da haben wir sie ja erwischt. Trotzdem auch zu unserem Leidwesen. Die Minen sind weg. Oh nein, jetzt haben wir auch wirklich noch Pech bei diesen ganzen Aktionen. Das ist natürlich jetzt bitter. Und gerade jetzt, wo wir unsere großen Schiffe rausgezogen haben, passiert das. Wir haben hier noch einen Panzerkreuzer. Der kommt jetzt nochmal zum Einsatz. Und auch der, was ist denn das? Auch der hat verdammtes Pech bei dieser Aktion. Was können wir denn hier noch leisten? Wir können noch einen eigenen Zerstörer hinschicken. Aber auch das ist nicht von Erfolg gekrönt. Tja, dann ist das eine nicht ganz so gelungene Aktion gewesen. Da haben uns die Briten wirklich ziemlich überrascht hier unten. Ja, die anderen Schiffe bleiben mal hier. Wir fahren mal wieder vorsichtig mit unserem U-Boot raus, um zu schauen. Feindkontakt. Hilft aber nichts. Wir haben keinen Angriff frei, weil wir erwischt wurden, schon gekämpft haben. Nee. Hier hat es auch keine positive Entwicklung bei der Bereitschaft oder Moral gegeben. Es ist, wie es ist. Gut, wir sollten gucken bei unseren Punkten, ob wir zerstörte Abteilungen und Korps wiederholen können. Ja, können wir. Mit 135 werde ich das definitiv auch kaufen. Dann haben wir noch... Wie viel übrig? 57. Und die 57 werde ich diesmal nehmen, um den... Warte mal, ich glaube auf der Konvoikarte, um den Österreichern... Ne, nicht auf der Konvoikarte. Wo ging das nochmal? Auf der Strategiekarte? Nein. Ich will den Österreichern was übermitteln. Produktionspunkte. Ich glaube, das war bei Diplomatie. Ne, da ging es auch nicht. Warte mal, jetzt finde ich den entscheidenden Punkt nicht. Meines Wissens war das hier im Kartenbereich. Österreich. Strategiekarte? Nein. Es war doch die Konvoikarte. Ah ja, hier. Auf das Deutsche Reich klicken. Dann sehen wir das. Und dann werden wir mal 50 Punkte. Ne, 40 geht maximal. Werden wir mal das nächste Mal den Österreichern schicken als Unterstützung. Gut. Dann haben wir das auch ausgegeben. 57 hätten wir noch.
lohnt sich dann noch irgendwas in die Forschung zu investieren. U-Boot-Entwicklung kommen wir langsam voran, aber das dauert alles seine Zeit. Grabenkriegsführung. Wisst ihr was? Da hauen wir nochmal 50 raus. Wenn wir da schnell vorankommen, ist das ebenfalls von großem Wert. Der Befehlshaber, der muss hier auch mal langsam in Tritt kommen. Und wisst ihr, was wir komplett vergessen haben? Wir haben die Osmanen komplett vergessen. Denn auch hier gibt es einiges zu tun. Wir sind im Moment, ja, wir haben noch keine Möglichkeit, die osmanischen Truppen hier irgendwie relevant in Stellung zu bringen, hier an dieser Front. Deswegen können wir uns konzentrieren auf Russland und hier unten auf die Briten. Immerhin regnet es hier nicht. Aber wir haben keine relevanten Korps hier im Einsatz. Ich glaube, wir sparen uns hier die Punkte zum Eisenbahntransport und ziehen mit denen einfach weiter. Das Hauptquartier rückt auch langsam nach. Wir müssen mal gucken. Wir haben hier potenzielle Rebellen. Bin mir nicht ganz sicher, die sind irgendwie grün, ob die auch bei uns kommen oder sich nur gegen die Briten wenden. Ne, ich glaube, die können auch bei uns auftreten. Insofern müssen wir da was positioniert haben. Das gleiche betrifft diesen Bereich hier. Da würde ich, glaube ich, nur diese Fünferabteilung hinstellen nach Amman. Ja, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir irgendwie hier vorankommen. Ob wir uns hier hinwagen können, diese Stadt? Ja, habe ich mal getan. Okay, die Sinai-Halbinsel ist in unserer Hand. Ich vermute, dass irgendwo hier die Briten sind. Wäre natürlich schön, wenn wir den Kanal von dieser Seite besetzen können. Das sollte einiges an Verteidigungsbonus geben. Okay, hier unten sind jetzt Korps entstanden in Bagdad. Ich würde sagen, wir. Persien ist kein Gegner hier unten. Das sind nur die Briten. Gegen die müssen wir dort kämpfen. Wir ziehen mal weiter voran. Wir sehen, dass die Briten ja noch nicht da sind. Die Bereitschaft dieser Einheit ist erbärmlich. Die bleibt jetzt erstmal in Bagdad. Ein Korps haben wir dort. Schauen wir mal. Der entscheidende Punkt. Tja, die Abteilung. Ich glaube, wir belassen die mal hier und werden sie gegebenenfalls flexibel einsetzen. Der entscheidende Faktor wird das hier sein. Hier regnet es, hier ist es alles schwierig. Die Abteilung bringen wir mal erstmal in diese Stadt. Das ist ja alles mit Supply auch Wahnsinn, hier zu verteidigen. Hier ist die Grenze. Das ist Persien, das ist Russland. Wir haben aber relativ viel Produktionspunkte. Wir können also durchaus was tun. So, wir sehen hier eine Einheit. Und wie ist unser Supply hier? 7, da wäre er 6. Lohnt es sich hier voranzugehen? Die Stadt werden wir einfach nur verteidigen, würde ich sagen. Wir müssen erstmal die Korps irgendwie an die Front bringen. Ihr kommt hier gar nicht voran von dort aus. Ich ziehe hier tatsächlich mal rein. Wir haben hier natürlich keine Chance beim Angriff. Aber wir bewegen uns zumindest mal zur Front und. Das müssen wir mit dem Chor auch tun. Gut. Hauptquartier haben wir hier auch eins. Allerdings können wir das irgendwie offenbar gar nicht vernünftig bewegen. Das ist ja ein Trauerspiel. Und hier würde ich sagen, verstärken wir mal. Ja. Also der Regen. Und hier haben wir nämlich. Ne, haben wir hier. Hier haben wir keinen Schlamm. Das macht wirklich das Gebirge aus, dass wir uns hier nur entlang der Straßen bewegen können, so wie es aussieht. Außer die. Warum eigentlich die? Vielleicht behindert hier der Fluss noch die Bewegung. Verstehe gar nicht, warum der nicht nach da gehen kann. Ah, weil er auch nur zwei Aktionspunkte hat, sehe ich gerade. Warum auch immer das so ist. Gut. Dann werden wir die Kavallerie auch verstärken. Wir werden hier an der Front jetzt erstmal alles verstärken. Geht aber nur um einen Punkt. Insofern vielleicht nicht die beste Entscheidung, das jetzt zu machen. Wir sehen hier, was der Gegner hat. Und der hat Gebirgsjägerkorps. Das könnte potenziell unangenehm werden. Das Hauptquartier muss verstärkt werden. Kostet uns 56. Aber das scheint zwingend zu sein. Gut. Die Front haben wir etabliert. Jetzt ist die Frage, hier haben wir noch ein bisschen was stehen. Ein Chor hier. Können wir das verlegen? Ja, aber die Eisenbahn geht nicht weit genug. Das heißt, wir müssen das wirklich dahin ziehen. Wir könnten es mit Gewaltmarsch machen. Sollten wir vermutlich tun, sonst dauert das ewig. Hier, was behalten wir hier? Das ist die Frage.
Im Moment passiert hier nichts. Es könnte eine britische Landung kommen. Das ist so ein bisschen die große Gefahr. Wir ziehen nach Gallipoli. Ziehen hier mit denen doch zurück zur Eisenbahn, um vielleicht eine Verlegung dorthin zu organisieren. Geht aber jetzt erstmal nicht. Ich würde sagen, wir behalten hier eine Abteilung und ein Korps. Dieses hier, das verstärken wir. Und das andere verlegen wir hier in diese Richtung. Oder, das ist die Frage, oder wollen wir hier noch ein weiteres Korps hinbekommen? Im Moment schwer zu sagen, wo sich Angriffe wirklich lohnen. Was? Na, ich tendiere das mal hier hinzubringen und dann die Straße entlang zu ziehen. Machen wir das mal. Und es betrifft im Prinzip auch dieses Korps in Konstantinopel. Hier haben wir noch ein Hauptquartier, ein Fünferbefehlshaber. Oder ist das zu riskant? Sollten wir hier immerhin drei Einheiten belassen? Schwer zu sagen. Ich bringe nochmal ein Zerstörer und werde dort Minen legen, nämlich hier hin. Dann ziehen wir ihn wieder zurück. Und werden mit dem Linienschiff hier hinter Stellung beziehen. Oh nein, schon wieder verklickt. Ja, da wird es erstmal ein leichter Kreuzer werden. Da wird aber, glaube ich, jetzt auf die Schnelle nicht so viel passieren. Das ist, denke ich, in Ordnung. Okay, dann ist das hier unseren Einheiten, die im Zweifel hier eine Landung verhindern. Hoffen wir mal, dass es nicht zu viel ist, dass wir nicht Truppen für diese Aktion verschwenden. Gut, mit den Osmanen haben wir gezogen. Dann können wir nochmal gucken, ob wir hier kaufen, noch irgendwas erreichen können. Eine Abteilung, Korps, die 135. Ich glaube, ich spare das mal auf, damit wir uns das Korps hier zurückholen. Oder kaufen wir eine neue Abteilung? Nee, ich spare das mal auf. Bei den Osmanen allerdings ist ein bisschen was möglich. Wir werden dort, glaube ich, noch weitere Abteilungen kaufen. Mindestens eine. Und möglicherweise investieren wir hier auch nochmal in Richtung Forschung. Oder wir gehen auch mal nochmal bei den Osmanen in die Richtung, dass wir Bulgarien versuchen mit reinzubekommen. Ja, oder ich schaue nochmal bei der Forschung. Infanterie, Kriegsführung. Das könnte auch wichtig sein. Investieren wir mal hier. Gut, dann haben wir die Punkte weitestgehend ausgegeben. Und dann schauen wir mal, was der Gegner jetzt hier anstellen wird. Vor allem bin ich gespannt, ob hier ja, unsere Linie hier gehalten wird und ob diese Position gehalten wird und dann Verdun tatsächlich umschlossen wird. Okay, wir feiern erstmal den Kriegseintritt des Osmanischen Reiches. Österreich-Ungarn begrüßt es und die osmanische Moral sinkt aber aufgrund des Verlustes von Basra. So, Max von Oppenheim, der Leiter unserer Nachrichtenstelle für den Orient, hat uns darüber informiert, dass die indische nationalistische Gardar-Partei plant, die Briten aus ihrem Land zu vertreiben. Sollte sie erfolgreich sein, könnte ihr Aufstand dem britischen Empire einen verheerenden Schlag versetzen und dazu beitragen, den Weg für den Sieg gegen unseren mächtigsten Feind zu ebnen. 25 Produktionspunkte für indische Nationalisten. Die Vertreter der Gardar-Partei behaupten, 1000 Unterstützer zu haben und bitten um Waffen, die sie bei ihrer Revolte einsetzen können. Wenn sie zustimmen, wird unser Militärattaché in Washington D.C., Hauptmann Franz von Papen, angewiesen, Waffen von Waffenhändlern in den USA zu kaufen, um sie an die Gardar-Partei in Indien zu verschiffen. Diese Waffen würden bei einem Aufstand in Bengalen eingesetzt werden, der am ersten Weihnachtstag 1915 beginnen soll. Sein Ziel bestünde darin, zunächst Kalkutta zu erobern und anschließend nach und nach ganz Indien. Wenn sie Ja sagen, besteht eine geringe Chance, auf einen Aufstand in Indien, der den aus dem britischen Empire herrührenden Einnahmen des Vereinigten Königreichs einen schweren Schlag versetzen würde. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass das Komplott aufgedeckt wird und es nicht zum Aufstand kommt. 25 finde ich aber relativ gering dafür, dass es eine Chance gibt, die Wesentliches bewirkt. Machen wir ja. Großvezier Pascha
hat eine Entscheidung zu treffen. Ein Ausbruch von Typhus beeinträchtigt die Kampfkraft unserer Streitkräfte im Osten. Die medizinischen Einrichtungen vor Ort können die hohe Zahl an Infizierten nicht bewältigen. Und wenn wir nicht handeln, wird sich daraus eine Epidemie entwickeln, die unsere Einheiten stark dezimieren wird. Die Bereitstellung zusätzlicher medizinischer Hilfe für das Gebiet würde uns 50 Kosten verteilt auf 2 Runden. Wir können dadurch zwar nicht alle weiteren Fälle verhindern, aber wenn sie sich für Ja entscheiden, können wir das Ausmaß der Epidemie zumindest eindämmen. 150.000 Menschen starben zwischen Oktober 14 und 15 in der Nordosttürkei an Typhus oder der Ruhr. Die Krankenhäuser waren überfordert und die Osmanen verloren weit mehr Männer durch Krankheit als auf dem Schlachtfeld. Ja, wir werden versuchen, dagegen anzugehen und das investieren. Italienische Nationalisten beanspruchen Trient und Triest als italienisches Hoheitsgebiet. Auweia, da wird es jetzt auch bald ernst. Und das Indian Cavalry Corps landet in Marseille. Schwere See? Oh nein. Der Khedive Abbas II. Von Ägypten verspricht, bei der Vertreibung der Briten aus Ägypten zu helfen. Sehr schön. Die Briten setzen den Khediven ab und ernennen Hussein Kamil zum Sultan von Ägypten. Nicht sehr schön. Karl Liebknecht spricht sich im Reichstag offen gegen den Krieg aus. Okay, Durchbruch bei der Luftschiffentwicklung. Und jetzt haben wir die entsprechenden Einnahmen. 40 kommen hier aus dem Deutschen Reich. Abgezogen werden 50 für Marokko, 25 für Nationalisten. Wir haben 354 danach. Und hier die medizinische Hilfe ist auch einberechnet. So, jetzt geht's los. General Hamilton ist zum Kommandanten der Mediterranean Expeditionary Force ernannt, die gegen uns dort in Ägypten kämpfen wird. Es schneit, sehe ich das richtig? So, die U-Boote tauchen Gott sei Dank ab. Können hoffentlich die... Oh nein, von wegen... Ja, am Ende sollen die gegnerische Flotte natürlich dort genau hinlocken. Das ist jetzt ihr Auftrag gewesen. Damit wir jetzt mit unseren Schlachtschiffen losschlagen können. Und das muss so laufen. Ein Angriff und wieder weg. Das ist so ein bisschen der Plan. So, die Kavallerie wird natürlich rausgezogen aus Königsberg. Die eingeschlossene Einheit. Der Zerstörer wird weggezogen. Der hat uns sehr, sehr geschadet mit seiner verdammten Mine. Ah, die... Okay, alles klar. Soweit zu dem Plan. Aber sie sind südlich, glaube ich. Haben sie sich bewegt? Vielleicht finden wir sie. Jetzt müssen wir unsere U-Boote gen Süden ziehen, um den Gegner dort aufzuspüren. Ja, oh mein Gott. 5 Schaden? Okay, alles klar. Soweit zu diesem Thema. Das ist natürlich bitter. Dass das so hart... Oh mein Gott, dass das so hart läuft, da haben wir natürlich nicht gerechnet. Also die Verteidigung Galizien steht wie eine 1. Schirmischel wird halten, bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Der nächste Angriff mit einem Elverkorps und dann noch einer. Oh mein Gott, aber ich glaube, mehr haben sie da nicht, oder? Noch einen. Nein! Nein! Das waren 6 Angriffe. Okay, das ist nicht ganz so dramatisch. Greifen Gott sei Dank nicht die Kavallerie an. Jetzt, das ist die entscheidende Stellung. Ja, die wir nicht halten können. Leider wird auch das Kavalleriekorps dort vernichtet.
Mal sehen. Ich wittere aber dort Chancen in Richtung Königsberg. Was war das? Wir konnten plötzlich ein bisschen sehen. Interessanterweise haben sie Przemyśl zwar das Korps dort besiegen können, oder die Abtei, es war ein Korps, glaube ich, aber sibirisches Korps Nachschubmangel, genau, das war ja auch der Plan. Die sind jetzt ein Opfer. So, und das war's mit der Graf von Spee. Sie wird geschlagen im Siegefecht bei den Falklandinseln. Zwischen Bajram Kuri und Esed Pascha kommt es zur Auseinandersetzung. Da gibt es wieder Ärger in Albanien. Und in Serbien bricht auch die Typhusepidemie aus. Uiuiui. Was einige deren Einheiten schadet. Und nach Abschluss seiner Ausbildung wird Ernst Jünger an die Front versetzt. Tomáš Masaryk geht ins Exil, um Unterstützung für die tschechoslowakische Unabhängigkeit zu sammeln. Auch das noch. So, wir haben erstmals keinen Regen. Eieieiei. Das waren harte Verluste jetzt, weil wir doch vielleicht zu offensiv waren beim letzten Mal. Harte Verluste. So, ein weiteres U-Boot wird in Dienst gestellt. Und ein weiterer Zerstörer. Na gut, Verstärkung hier und tja. Königsberg. Ja, da sind wir so weit wie vorher, außer dass wir hier ein Kavalleriekorps verloren haben. Aber immerhin, wir haben eine Einheit hier eingekesselt. Hier ist Przemyśl Gott sei Dank nicht gefallen. Das ist so super wichtig. Und naja, ich mache jetzt mal keinen Zug, weil das jetzt noch nicht dran ist. Ich will aber hier mal einen kleinen Ausblick wagen. Ah, das sieht ganz gut aus. Das könnte was werden. Das könnte was werden, Leute. Dass wir hier vielleicht Nisch einnehmen. Ja, und hier. Hier ist Verdun tatsächlich nach wie vor umstellt. Sie haben uns zwar hier vernichtet. Oh, das war insofern ein heldenhafter Tod dieses Korps, aber das entscheidende Ziel ist erreicht worden. Nämlich Verdun ist tatsächlich umstellt. Und ich glaube, wenn wir vernünftig nachziehen, können wir das sogar halten. Und noch, ich weiß nicht, ob sich noch die Angriffe lohnen, sich vermutlich noch nicht. Wobei unser Flugzeug jetzt einsatzbereit ist. Oh Leute, das sind interessante Perspektiven, weil der Punkt ist einfach, Verdun ist so unglaublich wichtig für die nationale Moral. Es hat einen nationalen Moralwert von 50. Das ist heftig. Das wird den Franzosen einen wahnsinnigen Schlag versetzen, falls wir das entnehmen sollten. Also das wäre krass. Gut, schauen wir, was die nächste Runde bringt. Bis dahin macht's gut, euer Steinball.